Moin, ich wurde in letzter Zeit gefragt, was das für Gläser sind. Wenn ich meine Videos gedreht habe und nochmal vorher einen kurzen Schnack gehalten habe, dann hat man die Gläser im Hintergrund so ein bisschen gesehen und da wurde ich dann gefragt, was sind das für Gläser? Riesengroße Gläser mit Tüchern drauf, ist ja komisch, erzähl mal. Also, das sind meine Essigansätze, die ich selber angesetzt hatte und ich habe lange recherchiert und bin eigentlich nie fündig geworden, weil mir war es wichtig, Essig anzusetzen ohne Alkohol. Du findest ja immer nur Videos und Blogs und ach, keine Ahnung, alles ohne, mit Alkohol. Und ich weiß zwar, wie man Wein und sowas ansetzt, haben wir auch schon erfolgreich gemacht, aber da wir auswandern wollen und ich mir diesen Schritt erstmal von der Frucht, den Alkohol daraus gären lassen, das wollte ich einfach überspringen, diesen Schritt. Also nicht, dass ich das machen muss, dass das alleine gemacht wird. So ist ja praktischer, ne? Einmal ansetzen, stehen lassen und ist irgendwann Essig. So, und jetzt hatte ich mich dann mit der Petra unterhalten. Petra ist richtig auf Zack und Petra hat gesagt, du brauchst gar keinen Alkohol, ich mache das seit Jahren ohne. Und dann bin ich erstmal hellhörig geworden und musste sie mir erzählen, wie sie das macht. Und Petra hat dann gesagt, dass man eine Essigmutter braucht, Wasser, Zucker und halt Früchte oder Kräuter, die man so gerade, ja, benutzen möchte. Und dann habe ich ein bisschen nachgedacht und ich hatte ja schon ein Video zur Herstellung von einer Essigmutter hochgeladen. Das verlinke ich euch nachher auch nochmal. Eigentlich ist das total simpel, man braucht halt nur Geduld. Und jetzt möchte ich noch mal ein bisschen was zu dieser Essigmutter erzählen, was das ist und wie man sie verwendet, ohne Alkohol und. Dafür muss ich ein bisschen ablesen, ne? Also eine Essigmutter ist eine Ansammlung von aktiven Bakterien. Das sind halt ganz viele kleine Mikroorganismen, die leben. So, eine Essigmutter, die kann so aussehen, also die ist abgesunken hier, oben hat sich eine neue gebildet. Oder das sind einfach nur irgendwelche Schlieren da drin. Oder so eine feinen Krümel. Da habe ich jetzt gar nichts mehr von. Ich dachte nämlich damals, die Krümel, dass das gar nicht gut ist, also gar kein Essig geworden und habe es weggekippt. Ich habe nicht lange genug gewartet, bis ich dann mit Petra gesprochen habe. Naja, und auf jeden Fall möchte ich jetzt nochmal was zur Essigmutter sagen. Essigbakterien, daraus besteht ja die Essigmutter, die kommen in der Luft vor oder auf Pflanzen. Und alleine können die Essigbakterien nicht überleben. Die brauchen immer so einen Kumpel, so einen Partner. Das sind dann die Hefen. Man muss halt darauf achten, dass man Bio-Obst oder halt Kräuter hat und dass das halt nicht gespritzt ist, weil dann ist das halt alles totgespritzt, ne? Und was denn jetzt hier genau passiert? Ja, hier habe ich ja einen Wein, ne? Das geht ja total easy mit Wein, weil mit Alkohol geht es schneller, also dass die Hefen in dem Glas den Zucker und den Fruchtzucker, also den zugesetzten Zucker und den Fruchtzucker fermentieren und daraus Alkohol wird. Und die Essigsäurebakterien dann, die gibt man eigentlich erst später dazu. So, was jetzt hier passiert in meinen Gläsern ist, dass ich das mit Wasser ansetze. Dann gebe ich da ein bisschen Zucker rein. Die Essigmutter. Ein bisschen Ansatzflüssigkeit, wo ja die aktiven Essigbakterien drin sind. Und dann gebe ich noch Obst dazu oder halt Kräuter. Das Wichtige ist zu wissen, da sind ja jetzt Hefen und die Essigsäurebakterien drin. Die bekriegen sich nicht oder so. Auf jeden Fall, nach ein paar Tagen bildet sich hier oben schon die Schicht. Die Essigsäurebakterien brauchen so wie wir Luft zum Leben. Die Schicht bildet sich oben an der Oberfläche, also zwischen Ansatz und der Luft, und verschließt das Glas ja praktisch luftdicht. Was dann passiert ist mit den Hefen, die hier unten im Glas sind, an dem Obst. Die produzieren da unten Alkohol aus dem Fruchtzucker und aus dem Zucker, den ich dazugegeben habe. So, und dann steigt der Alkohol hier hoch und hier oben ist die Essigmutter und die sagt, geil, Alkohol, ich mache daraus Essig. Ja, und das ist dann so ein geschlossener Kreislauf denn in diesem Glas. Das finde ich total toll. Ja, hier habe ich Blaubeeren, ne? Bio, alles Bio. Blaubeeren angesetzt, ein Apfelessig mit Mutti hatte ich draufgeschrieben. Hier habe ich Rotwein mit Nelken, Sternanis und Zimt. Plus Piment. Da hinten habe ich noch Pflaumen aus der Ernte und so. Und ich finde das total faszinierend, ne? Weil so viele, die sagen, nein, das geht nur mit Alkohol.
Und dann kommt Petra und sagt, ach, mach das doch einfach mal so, das wird schon, und vergiss die Gläser. Also ich lasse die dann so 2-3 Wochen dann noch in der Wärme stehen, also hier in meinem Vorratshaus ist es kalt, so kalt wie draußen. Aber ich lasse die dann noch in der Bude stehen, bei so nur muckeligen 28 Grad oder so, wenn der Ofen an ist, ist es noch heißer. Und dann bildet sich die Essigmutter halt schneller oben. Und das ist wichtig. Was noch wichtig zu wissen ist, ja, man sollte halt nicht schütteln, weil, ich schalte mal Kamera um, hier ist das nämlich passiert, das war jetzt mein erster Ansatz mit der Pflaume. Hier, das Glas ist nicht schmutzig, das hat nur so einen Kratzer. Ich drehe das mal ein bisschen. Moment, so. So, ja, wie ich dann halt bin, habe ich das Glas immer ein bisschen geschüttelt, weil ich Angst hatte, nicht, dass mir oben Schimmel ansetzt oder, weil Schimmelsporen sind ja immer in der Luft. Dann habe ich es immer ein bisschen geschüttelt, damit die Essigmutter vom Ansatz bedeckt ist und so. Naja, und das ist dann passiert. Die Essigmutter, also die erste, ist nach unten gesunken. Und wie ich ja eben gesagt hatte, die braucht Luft zum Leben. Ja, und also die wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr dicker. Und jetzt hat sich oben nämlich eine neue gebildet. Das Tuch wegnehmen. Die sieht natürlich, das ist so eine richtige Quaddel. Also es sieht echt nicht schön aus, aber das ist die neue Essigmutter. Und jetzt bildet sich hier Alkohol und da oben der Essig. Also wenn man jetzt mit dem Löffel da reingeht, oben, dann ist das schon voll Essig. Wenn man jetzt bis nach hier unten probieren würde, wäre das noch ja, Alkohol und Zucker. Dann, also man würde den Zucker noch schmecken. Hier ist mir das nicht passiert mit den Heidelbeeren. Das ist auch so lecker, wenn man Balsamico da draus macht, ne? War mir das hier bei den Äpfeln? Ne, bei den Äpfeln ist mir das auch nicht passiert. Hier ist die schon richtig, richtig dick. Guck mal. Ah, das ganze Weiße hier. Da hatte ich auch ein bisschen geschüttelt. Man sieht jetzt, dass der Ansatz über der Essigmutter ist. Ist aber auch nicht so schlimm. Da bildet sich dann eine neue. Das habe ich hier noch angesetzt. Hier ist auch die Essigmutter abgesunken. Das Licht ist leider nicht so gut. Die Essigmutter abgesunken. Und hier hatte ich angesetzt Knoblauch und Chili. Das ist auch, ich habe schon probiert, das ist total... So, oh, brennt dir die Frisse weg, ne? Und was habe ich hier? Ah, hier habe ich die Salatkräuter. Da habe ich einfach getrocknete Salatkräuter reingegeben, mit in den Ansatz. Und da ist die Essigmutter dann auch wieder abgesunken, weil ich es wieder nicht abwarten konnte. Und hier oben hat sich eine neue gebildet. Entschuldigung, wegen der Auflösung hier. Da hat sich eine neue gebildet. Und das ist total toll. Ja, wie ich schon gesagt hatte, die Essigmutter kann man sich selber züchten. Das Video verlinke ich euch nochmal. Man kann sich sie aber auch kaufen. Entweder beim speziellen Online-Handel für Essigmütter oder Essigherstellung, Hobby-Essigherstellung oder sowas heißt das dann. Oder man geht einfach in den Supermarkt, das habe ich gemacht. Ich blende euch gleich das Bild mal ein. Und dann habe ich mir ein Bio-Balsamico rausgesucht und da schwammen tatsächlich 3 Mütter oder 4. Da waren, glaube ich, 4 Essigmütter drin. Das waren so ganz kleine Quallen, wie man das vom Strand kennt. So ganz, ganz mini klein, ne? Und die habe ich dann angesetzt und ein paar Tage später war das Ding so groß wie der Glasdurchmesser. Das war richtig toll zu sehen. Normal wird Essig ja, pasteurisiert und filtriert und so und dann sind da keine lebenden Bakterien mehr drin. Aber wenn man nach einem naturbelassenen Essig sucht, dann findet man auch eine Essigmutter. Müsst ihr mal drauf achten beim Einkaufen. Das wurde viele Sucht bei mir. Wenn man das denn so ansetzt, wird die Essigmutter in den nächsten Wochen wachsen und die wird dann immer dicker. Ja, sie darf halt nicht absinken, so wie ich vorhin schon sagte. Und es kann passieren, dass der Ansatz nach Klebstoff riecht. Und das ist ein gutes Zeichen. Kippt das Zeug nicht weg, das ist gut. Lasst es stehen, vergesst es monatelang in eurem Regal, in eurer Vorratskammer oder wo auch immer. Das ist nämlich ein natürlicher Prozess und der geht nachher auch irgendwann weg. Wenn die Essigmutter dann so dick ist wie hier bei meinem Apfel, so, ne? Das Weiße ist ja die Essigmutter, wenn die Essigmutter so dick ist, dann kann man sie später teilen. Ich könnte die wahrscheinlich jetzt auch schon teilen, bloß ich möchte da gar nicht rangehen, damit das nicht irgendwie schief geht. Dann kann man sich die zerschneiden mit einer sauren Schere oder so und dann aus einer Essigmutter, weil die ist ja dann so dick und so groß wie der Glasdurchmesser, und dann kannst du das in ganz viele kleine Teile schneiden und ganz viele neue Ansätze aus einer Essigmutter machen.
Du musst aber immer darauf achten, ein bisschen von dem Essigansatz, da wo sie jetzt drin schwimmt oder zuletzt drin schwamm, mit in den neuen Ansatz zu geben, damit da möglichst viele Essigsäurebakterien mit drin sind. Und wem das nicht geheuer ist, der denkt, das wird bestimmt nichts bei mir, es riecht komisch, sieht komisch aus und so. Es gibt einen Säureprüfer, da kannst du über die ganzen Wochen, wo das fermentiert, prüfen, wie der Säuregehalt in deinem Essigansatz sich verhält und ob der steigt oder niedriger wird oder. Und wie ich jetzt einen Ansatz mache, das geht super schnell, das zeige ich euch jetzt. Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt habt ihr es geschafft. Wenn ihr euch eine Essigmutter kauft, so wie ich, dann vergesst nicht, diesen Deckel einmal abzumachen. Sonst könnte das passieren, dass beim Ausgießen die Essigmutter beschädigt wird. Hier sieht man die Schlieren in dem gekauften Balsamico und wenn man das noch ein bisschen länger stehen lässt, dann werden das wirklich festere Bestandteile, dann sind das nicht nur die Schlieren. Jetzt geht's aber wirklich los. Also, du brauchst ein großes Glas. Ich habe hier jetzt ein 1,5 Liter großes Wegglas. Da gebe ich 750 Milliliter kaltes Wasser rein. Dann kommen da 3 Esslöffel Zucker rein, ganz normaler Haushaltszucker. Und das verrühre ich, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Wenn da ein paar Krümelchen unten drin sind, ist das auch nicht so schlimm. Die Hefebakterien, die kümmern sich nachher drum. Dann gebe ich die Essigmutter dazu mit 250 Milliliter von dem Balsamico, in dem sie schwimmt. Und dann gebe ich noch 2 Orangen dazu, weil ich noch keinen Orangenansatz hatte und ich fand das mal interessant, das auszuprobieren. Du kannst natürlich jedes andere Obst nehmen oder auch Obst und Kräuter dazu oder nur Kräuter. Ich habe zum Beispiel einen Chili-Knoblauch-Ansatz gemacht, wie ich vorhin schon erwähnte, oder einfach getrocknete Salatkräuter. Dann wird das Ganze mit einem Tüchlein, entweder ein Mulltuch, ein Geschirrtuch oder auch ein Küchenkrepp oder was du auch immer gerade da hast, einmal abgedeckt und fixiert mit einem Gummi oder mit einem Band, was du da auch gerade so liegen hast, was du entbehren kannst. Es geht einfach darum, dass da keine Fruchtfliegen oder Fliegen rankommen, keine Schimmelsporen mit reinkommen oder. Das Ganze lässt du jetzt 2 bis 3 Wochen bei Raumtemperatur stehen und danach kannst du es dann auch kühler stellen und ein paar Monate vergessen. Und das war's schon. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Viel Spaß beim Nachmachen.